Hallo Elektronikfreunde, ich habe mir jetzt einen weiteren Drucker, 3D-Drucker gekauft, nämlich den Prusa Mini. Und in diesem Video möchte ich mal kurz zeigen, wie man den aufbaut. So ein paar Dinge, auf die man vielleicht achten muss. Und am Ende vielleicht mal so ein Resümee und ja, plus minus, was ist gut, was ist schlecht an diesem Drucker. Ich habe hier mal die einzelnen Teile schon aus dem Karton genommen und hier auf den Tisch gelegt, damit man sieht, was man eigentlich da so bekommt. Ich gehe einfach mal durch. Ich fange einfach mal an hier mit diesem 3D-Druckhandbuch bzw. der Bauanleitung. Das ist also insofern sehr gut, dass man hier erstmal sieht, wie man den Drucker zusammenbaut und auf der anderen Seite dann auch sieht, auf welche Sachen da man zu Anfang achten muss. Das finde ich also sehr gut. Das zweite ist, oder beziehungsweise eigentlich das erste, was man sieht oder bekommt, ist hier dieses Schreiben. Herzlichen Glückwunsch zum Empfang des brandneuen Original-Prusa-Druckers. Da sind so ein paar Links drauf. Da steht auch mal das Gewicht hier, in dem Fall 8,8 Kilogramm. Dann hat man hier einen weiteren Zettel, der ist auch insofern interessant, weil es dort im Prinzip ein Testprotokoll ist. Die haben also die einzelnen Komponenten getestet, auch hier mit Grafiken, Temperaturkurven und so weiter. Das finde ich also sehr gut. Das heißt, sie haben alle Komponenten vorher natürlich erstmal getestet. Ich habe den Drucker noch mit zwei zusätzlichen Sachen gekauft. Das sieht man hier einmal noch neues Filament. Hier in dem Fall PLA in Blau, weil mein Filament ist alle, mehr oder weniger. Deswegen habe ich nochmal eine Rolle mitbestellt. Und was ich auch noch mitbestellt habe, ist hier dieser Filamentsensor. Das war mir jetzt sehr wichtig, dass ich den habe. Und der Rest, der jetzt hier liegt, das ist eigentlich Standard, was immer mitkommt. Und da gehe ich natürlich auch mal kurz darauf ein, was da so zu finden ist. Zunächst einmal sieht man hier natürlich das Heizbett und die XZ-Einheit vormontiert. Dann haben wir ein großes Netzteil. Hier in dem Fall von Meanwell. Das ist ein Netzteil, das hat eine Ausgangsspannung von 24 Volt, 160 Watt maximal. Dann haben wir natürlich hier den Filamenthalter, da wird die Filamentrolle einfach aufgestellt, das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Dann haben wir natürlich hier das Display mit dem Flachbandkabel dran. Dann schon mal Filament so ein bisschen ja dazu, ich weiß nicht, wie viele Meter hier drauf sind, steht jetzt hier nicht. In Schwarz und Grün und noch eine Tüte mit Zusatzteilen, da komme ich natürlich drauf zurück, was da alles so verwendet wird. Und hier noch ein bisschen Werkzeug, Maulschlüssel, Inbus, Schlüssel und natürlich hier die Stahlplatte, die nachher auf das Heizbett da gelegt wird. Das ist also jetzt der Lieferumfang hier in meinem Fall und ich habe für das komplette Set ungefähr 430 Euro bezahlt, also inklusive neuem Filament und dem Filamentsensor. Ja, und jetzt geht es natürlich daran, den Drucker aufzubauen. Und da nehme ich einfach die Aufbauanleitung und gehe da Schritt für Schritt durch. Die Bauanleitung ist wirklich sehr ausführlich und man sollte da auf jeden Fall immer mal vorher sich durchlesen hier, was da zu tun ist. Und das Gute ist wirklich, man hat dann hier auch farblich gekennzeichnet, also hier zum Beispiel dunkelrot, was da zu tun ist oder was dort hier zu lösen ist, in dem Fall eine Schraube zum Beispiel, sodass man dann die Punkte sich durchlesen kann, dann sieht man hier die Farben und sieht hier in den Bildern die Farben, wo das genau ja, ist, wo diese Stelle ist, wo man da was machen muss. Ich werde also hier mal anfangen und das Erste, was man macht, das sind diese Schaumstoffkissen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Die Schaumstoffkissen, die klebt man hier einfach auf der Rückseite auf. Hier diese vier vom Heizbett. Und bei der XZ-Einheit ist nur ein Schaumstoffkissen anzukleben. Und zwar hier, da ist so eine Aussparung auch. Und dann drückt man das einfach rein und dann klebt man das einfach an. Als nächstes öffnet man die Elektronikbox, weil man dann das Flachbandkabel hier von dem Display dort einfädeln muss. Das werde ich mal machen. Das macht man hier
mit dem Inbus geht man da rein, löst diese Schraube und dann macht man diesen kleineren Deckel ab und dann den größeren. Das mache ich mal. So, die Schraube ist gelöst. Ich kann das also hier abmachen. Und dann kommt der große Deckel auch ab. Und jetzt wird das Flachband hier von der Seite unten reingeführt. Da muss man aufpassen, dass man die richtige Seite nimmt. Denn diese Nasen, die hier vorstehen von dem Flachbandstecker, also von dem Steckverbinder praktisch, es geht einmal in die äußere Richtung hier, wie man hier sieht, nach außen. Und auf der anderen Seite geht es nach innen. Und weil die Stiftleiste so ist, dass er, also die Öffnung auf der linken Seite hier ist, muss man die Seite nehmen, wo diese Nase hier nach außen zeigt. Zum Einfädeln habe ich das jetzt hier mal hingelegt und dann kann man den hier so einigermaßen einfädeln. Wenn es nicht klappt, kann man auch Folgendes machen. Da ist noch ein Steckverbinder. Ich versuche da mal rein zu zoomen. Hier, diesen Steckverbinder, den kann man auch lösen, indem man erst diesen löst, also den daneben und dann diesen. Und dann geht das etwas einfacher. Dann kann man das direkt reinfädeln und dann kann man es wieder zurückstecken hier, dort wo diese Steckverbinder eben dran waren. Einmal so und einmal so. Und jetzt kann ich das hier wieder umklappen und kann den Stecker hier reinsetzen dort. So, den Steckverbinder habe ich hier reingesteckt. Es ist ein bisschen friemelig vielleicht. Und jetzt geht es zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt besteht eigentlich nur darin, dass man hier dieses Flachband unten hier lang führt, so, und hier wieder nach oben rausführt, also einmal unter die Box, und dann hier so ein bisschen lose reinlegt, denn jetzt erfolgt die Verbindung zwischen dem Heizbett und dieser XZ-Einheit und da muss es hier alles frei sein, das heißt, das Flachband muss schon, sag ich mal, weggelegt werden. Für die Verbindung zwischen XZ-Einheit und dem Heizbett braucht man hier diese drei Schrauben. Das ist einmal M3x12, M3x20 und M3x40. Und zwar werden die an der Seite vom Gehäuse, das zeige ich gleich noch, reingeführt. Und dann werden die hier in diese Muttern gedreht. Die Muttern sind hier, kann man hier schieben im Prinzip, hier oben auch. Das sind also drei Schrauben. Diese Arbeit ist so ein bisschen, ja, blöd. Ich persönlich mag sowas nicht so, weil natürlich die Muttern jetzt genau schon an der Stelle einigermaßen sein müssen, wo nachher die Schrauben durchkommen und das ist ein bisschen schwierig manchmal. Eventuell sollte man sich da Hilfe nehmen, dass einer da hier die XZ-Einheit festhält, sodass man in Ruhe sozusagen die Muttern hier justieren kann und dann die Schrauben reindrehen kann. Als erstes werde ich die M3x40 Schraube nehmen. Und zwar, also die ganz lange Schraube, die kommt dann hier durch und geht hier an diese Mutter, also an die, hier an dieser, an die rechte, nicht an die linke, an die rechte natürlich. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier die Schraube einsetzen, Inbus nehmen und dann sehe ich ja, wo sie rauskommt. Da auf der anderen Seite, das sieht man jetzt leider nicht. Also hier kommt sie dann raus, jetzt ist rausgefallen. Also sie kommt dann raus und dann kann ich hier im Prinzip genau gucken, wo die Scheibe, also die Mutter sich sozusagen befindet und dann kann ich das festschrauben. So, das mache ich mal. Ich versuche es zumindest mal hier nochmal. Und dann sieht man das gleich, wie ich das mache. Man sieht jetzt hier die Schraube, guckt da schon raus. Die Mutter ist da auf der Seite in etwa und jetzt versuche ich das hier festzudrehen in der Hoffnung, dass ich die treffe. Das ist, wie gesagt, etwas, ich mag sowas, wie gesagt, nicht. Aber ich ziehe jetzt mal hier ein Stück. Also ihr habt es genau getroffen. Ich lasse es auch erstmal lose, weil jetzt schiebe ich natürlich diese andere Mutter, die sich da hinten noch befindet, hier nach vorne. Da, wo die andere Schraube reinkommt. Und das ist in dem Fall die M3x20. So, man sieht jetzt hier im Prinzip kommt die M3x20 durch, dort ist aber die Mutter, das heißt, ich schiebe jetzt die Mutter mal ein Stück rüber hier. So, und wenn das nicht genau passt, muss ich dann nochmal von der Seite genau gucken, beziehungsweise gucken, wo die da rauskommt und dann kann ich die dort festziehen, beziehungsweise erstmal, dass er ansetzt und
gesetzt, also hat gefasst und damit bin ich schon wieder einen Schritt weiter. Bei der letzten Schraube ist die M3x12 genau das gleiche. Man sieht hier die Mutter und ich ziehe die mal hier oder schiebe die mal hier rüber und versuche dann von oben hier anzusetzen. Man sieht, das funktioniert ganz gut. Es ist alles noch lose, also ich kann das hier alles noch schieben. Im nächsten Schritt geht es darum, die XZ-Einheit genau dahin zu positionieren, wo sie sein soll. Im Moment ist es hier so irgendwie in der Mitte und ich schiebe das jetzt hier rüber bis zum Anschlag. Und das Heizbett mache ich aber genau in die andere Richtung. Jetzt drehe ich das Ganze hier und jetzt sollte man in die Anleitung mal schauen. Huch, das ist noch nicht richtig fest. Okay, also hier bis hier zum Anschlag, hier ist sozusagen hier der Anschlag. Jetzt ist in der Bedienungsanleitung zu sehen, welche Schraube man zuerst festmacht. Und das ist in dem Fall, muss ich nochmal gucken, ich glaube hier oben die Schraube. Also als erstes wird hier oben die M3x12 festgezogen. Immer darauf achten, dass der Anschlag hier stimmt, hier vorne. Dann kommt die M3x40. Die ist jetzt also auch fest. Und dann kommt die andere Schraube, die M3x20 hier zum Schluss. So, und damit ist es erstmal hier fest. Wichtig ist dabei, dass das Kabel hier auf jeden Fall, also Flachbandkabel hier unten wegläuft. Es darf hier also nicht zerquetschen in der Mitte zwischen den beiden, sondern es muss wirklich weggeführt werden. Gut, und jetzt geht es zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt wird das LC-Display angeschraubt. Das kommt hier an die Seite. Ich hebe das mal hier kurz an. Also hier, da ist auch eine Bohrung und auch eine Mutter dahinter und das kommt dann hier so ran. Und wenn man das festgemacht hat, dann kann man es auch so verstellen. Und da ist auch eine Bohrung drin. Und da kommt auch eine M3x20 Schraube oder M3x12 kommt da rein. Die ist so eine, die übrig bleibt sozusagen. Und das wird dann hier einfach festgeschraubt. Nicht ganz fest. Mal gucken. Ich sehe das leider durch die Kamera hier so schlecht. Aber ich denke mal, es geht gleich so. Und jetzt kann man das hier auch noch bewegen, rastet ein bisschen ein. Und damit ist das Display erstmal angeschraubt und jetzt wird das Display hier an das Flachband angeschlossen. Dazu kippe ich mal den Drucker vorsichtig. So, und jetzt muss ich das mal hier noch vorziehen. Jetzt ist es so, dass das Flachbandkabel hier unten in das Profil eingelegt wird und dann hier zum, ein bisschen Kamera noch mal höher, zum LC-Display geführt wird. Das macht man so, dass man erstmal hier das anschließt und dann faltet man das hier so ein bisschen vor, so ein bisschen, und dann legt man das hier so rein. Das ist also so die Idee dabei. Es sieht nicht besonders schön aus, muss ich dazu sagen, aber so hält es auf jeden Fall. Die Box hier oben, die Elektronikbox, ist ja nach wie vor auf. Und jetzt nimmt man hier unten ist das Kabel von dem Y-Motor, den nimmt man hier raus. Das liegt da auch in der Schiene drin und führt es mal nach hinten. Und dann drehe ich mal hier den Drucker wieder um. So, und jetzt kann ich das Kabel hier hinten durchstecken, durch diese Box, und es steht auch Y dran, hier an den Leitungen. Hier, ganz kurz gucken, ich zoome da gleich nochmal rein. Also hier ist jetzt der Anschluss von dem Motor und der kommt eigentlich hier auf diese Seite, das sieht man jetzt etwas schlecht, an die freie Stelle, also neben dem X-Anschluss. Dort wird es reingesteckt, richtig herum natürlich. So,
sieht es jetzt aus. Was als nächstes angeschlossen wird, ist natürlich das Kabel hier vom Heizbett und vom Thermistor. Da ist hier mal wieder ein bisschen so, und das wird hier unten links, dort sind die Anschlüsse in grün und schwarz, dort wird es angeschlossen. Man kann es auch nicht verwechseln letztendlich. So, einmal das Heizbett und dann der Thermistor. Ich gehe da auch noch mal rein mit der Kamera, Moment. Hier ist es nun zu sehen, Heizbett, Thermistor, und hier oben dann, wie gesagt, der Motor, so sieht es im Moment aus. Was jetzt noch fehlt bei mir in dem Fall, ist der Filamentsensor. Der kommt dort rein. So, Filamentsensor kommt also da rein. Und jetzt hat man hier im Prinzip drei Kabel. Anschlüsse sozusagen, drei Bündel, sage ich mal, diese drei hier. Und die werden jetzt, weil jetzt die Elektronik gleich zugemacht wird, durch diese kleinere Platte hier gezogen. Dabei kann man schon so ein bisschen vorsortieren. Also der Filamentsensor, der geht hier hinten raus. Dann kommt hier das von der XZ-Einheit und dann rechts davon das Heizbett. Und so setzt man das auch dann erstmal ein. Erstmal muss die größere Platte natürlich eingesetzt werden. Die wird hier auf der Seite sozusagen ein bisschen eingerastet. Und dann legt man das hier so ein bisschen vor. Und jetzt kann man hier die Sachen durchfädeln. So in etwa. Ich muss mal gucken, das ist nicht ganz. Okay, aber so in etwa. Also ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Und dann kann auch die Schraube hier wieder festgezogen werden. Und das sind eigentlich so die letzte oder einzige Arbeit hier an der Elektronikbox. So sieht es jetzt aus. Hier, wie gesagt, das ist die XZ-Einheit. Dann hier ist der Filamentsensor und hier das Heizbett. Und als nächstes geht es darum, den Filamentsensor hier anzuschließen an den Schlauch hier oben. Dazu löst man zunächst mal die Schraube so ein bisschen, damit der PTFE-Schlauch da auch gut passt und reingeht. Und dann setzt man den hier so ein und schiebt den so weit, bis es nicht mehr geht, bis zum Anschlag. Man sieht dann hier auch, dass er gut drin liegt. Das ist auch nochmal in der Bauanleitung beschrieben. Der darf in keinem Fall davor irgendwie enden, sondern er muss wirklich bis zum Ende Anschlag sozusagen daran, und dann kann man den hier wieder festschrauben, und dann sitzt er auch fest dran, und dann kann er das Filament da erkennen. So, dann kann man noch mal testen, fest genug, okay. Damit ist der Drucker erstmal soweit zusammengebaut, wie man hier sieht. Also da gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu tun. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, den Spulenhalter hier zusammenzubauen. Aber ich denke mal, das ist relativ harmlos. Da sind diese beiden Stücke immer, die Lager werden da eingeschraubt und dann mit diesen Querstangen hier praktisch wieder verschraubt. Ist ein bisschen kompliziert, sage ich mal, aber es ist ein ganz netter Spulenhalter. Erspare ich mir jetzt hier, das zu zeigen. Es ist auch in der Anleitung natürlich zu finden. Zum Schluss kommt natürlich hier noch die Stahlplatte rauf. Wie rum ist die? Moment, jetzt muss ich erst mal gucken. So rum ist sie. Die kommt so rauf. Und ja, dann geht es eigentlich darum, den Drucker in Betrieb zu nehmen. Der Drucker steht nun an seinem Bestimmungsort, hier in so einem Regal. Und man sieht, es passt alles ganz gut. Ich habe den Drucker hier, das Filament, das Netzteil, so sollte es sein. Das war auch einer der Gründe, warum ich den Mini mir gekauft habe. Der ist einfach kleiner von seinen Abmaßen und passt hier ganz gut rein. Und im nächsten Schritt wird die Firmware aufgespielt, denn wenn man den kauft, den Drucker, ist keine Firmware drauf, und deswegen muss als erstes die Firmware installiert werden. Als erstes nehme ich hier den USB-Stick, der da mitgeliefert wurde. Der enthält die aktuelle Firmware. Den stecke ich rein und schalte den Drucker ein.
Dann kommt er hier mit dem Bootloader und er erkennt auf dem USB-Stick im Prinzip, dass hier eine neue oder dass diese Firmware dort drauf ist. Das kann man so flashen. Wenn man den Stick nicht drin hat, dann kommt eine andere Meldung. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich sage jetzt auf jeden Fall Flash und dann beginnt da die neue Firmware aufzuspielen. Wenn das Aufspielen der Firmware beendet ist, dann erscheint hier diese nächste Meldung zu diesem Setup Wizard und da werden ein paar Sachen getestet. Ich gehe hier mal auf Yes und dann erscheint auch, was getestet wird. Und dann haben die Temperaturen, die Printgeschwindigkeit und die Z-Achse wird praktisch die Höhe nochmal abgeglichen und so weiter. Also einige Tests werden gemacht und da kann man dann auf Next drücken und nochmal auf Next. Und jetzt sieht man, er macht also hier jetzt zunächst einen Lüftertest, Hotend und so weiter, dann die Achsen und hier unten sieht man nachher auch, dass die Temperatur dort steigt. Es wird also alles Mögliche mal ganz kurz durchgetestet. Man sieht jetzt hier zum Schluss die Z-Achse, die jetzt runterfährt. Da schaut er auch, wie dicht jetzt hier der Sensor ist, beziehungsweise die Z-Achse. Und das wird dann praktisch nochmal eingestellt danach. Jetzt wird geheizt. Checking Hot End and Heizbett Heaters. Man sieht hier auch die Temperaturen. Er geht hier bis 280 Grad, beziehungsweise 100 Grad. Das wird also auch getestet. Man sieht dann auch, dass man auch alles richtig angeschlossen hat, dann in dem Fall, wenn alles gut durchläuft. Im Anschluss daran sagt man nur okay oder dann, weil alle Tests sind erfolgreich durchlaufen. Und jetzt gibt es einen nächsten Test und zwar ist es der First Layer, also die erste Lage hier, die gedruckt werden soll. Allerdings muss man natürlich jetzt Folgendes machen. Im Moment ist ja das Filament noch gar nicht drin, das muss man erstmal einziehen. Da geht man zunächst auf Load, allerdings habe ich das jetzt noch nicht dran an dem Filamentsensor. Da will ich mal ganz kurz zeigen, wie man das dort rein macht, das Filament. Hier ist jetzt das Ende von dem Filament zu sehen und das schneidet man schräg ab, dass da so eine Spitze ist. Und dann setzt man das hier rein. Das geht nur bis zu einem bestimmten Moment, nämlich bis zum Extruder und dann geht man hier in dem Menü auf Load. Ich versuche die Kamera, dass beides zu sehen ist. Also man geht dann hier in dem Menü auf Load und muss dabei gleichzeitig noch mal ein bisschen nachschieben, damit der Extruder das wirklich da reinzieht. Also ich gehe mal auf Load und halte hier mal fest. Ich sage, also er muss natürlich wissen, was für ein Filament drin ist. In dem Fall ist es PLA, um die Temperatur natürlich anzupassen. Und jetzt geht er hier runter. Moment noch. Genau. Also er ist ein bisschen mit der Z-Achse runtergegangen. Und jetzt hier steht hier Press Continue and Push Filament into the Extruder. Ich drücke also auf Continue und drücke da nochmal nach, dass das Filament gut eingezogen wird. Continue. Und jetzt drücke ich hier nochmal nach. Und jetzt merkt man auch, jetzt zieht das von selber ein. Muss ein bisschen aufpassen hier mit der Rolle, dass das Filament locker liegt. Das hat er jetzt gemacht. Und was man jetzt auch noch sieht, ist hier an der Seite schon, er hat also aufgeheizt und da kommt jetzt hier dieser Filamentstreifen raus. Und jetzt kommt die nächste Frage mit der Farbe, die ist korrekt, weil ich habe jetzt keine Farbe geändert. Und mache einfach nur Yes. Und als nächstes wird der Abstand zwischen der Düse und dem Bett angeglichen. Und da geht man auch auf Yes. Und nochmal. Und dann fährt er also dort diesen Layer gleich ab. Im Moment heizt er natürlich noch auf 215 Grad. Und wenn er hier so bei 170 Grad in dem Fall ist, dann fährt er die Z-Achse runter. Und
guckt erstmal die Abstände zum Heizbett. Also geht das praktisch durch. Ich versuche das mal von oben zu filmen. So sieht man das von oben. Jetzt ist er damit fertig. Und im Moment heizt er noch weiter, weil es soll ja die erste Lage gedruckt werden. Jetzt fängt er an, diese erste Lage zu drucken. Und was man jetzt vielleicht schon sieht, ich weiß es nicht, ob das so gut zu sehen ist, das Hotend ist viel zu hoch. Und deswegen muss man hier, während er jetzt druckt, hier mit dem Drehknopf diese Z-Höhe einstellen. Und ich hatte es schon mal probiert. Das muss bei mir ungefähr auf 0,5 ungefähr eingestellt werden. Also ich sehe, es ist immer noch viel zu hoch, also auf minus 0,5 bei mir. Also ich drehe und drehe und drehe, 0,55 war das, dann macht das ganz gut. Und ich zeige nochmal gleich das Ergebnis von oben. Also jetzt ist er auf einer Höhe, die gut stimmt, jetzt druckt er ganz exakt. Und zwar gibt es da auch ein Bild in dem Handbuch, wie das Druckergebnis aussehen soll, und ich zeige gleich nochmal, wie das am Ende aussieht von oben. Dann sieht man es nämlich, warum das so gemacht werden muss, beziehungsweise dass er zu Anfang eben schlecht gedruckt hat. So, er ist mit dem Druck der ersten Lage fertig, und was man hier gut sieht, ist da rechts dort und auch hier ist das irgendwie alles schief. Also ne, man sieht es, weil das Hotend war zu hoch eingestellt. Und ich hatte ja während des Drucks dann das runtergestellt. Und man sieht jetzt hier unten weiter, ist es wirklich gerade. Und auch hier dieses Feld, was damit ausgedruckt wird, ist gut gedruckt. Und damit ist eigentlich das Leveling abgeschlossen. Das heißt, das passt jetzt alles. Und jetzt kann man im Prinzip schon mal seinen ersten Druck starten. Man kann diesen Prozess auch nochmal wiederholen, wenn es nicht stimmt. Ich mache das jetzt nicht, weil aus meiner Sicht ist es jetzt erstmal okay, sodass ich jetzt erstmal auch einen ersten Druck starten kann. Am Ende meldet er eben noch alles okay und dann sagt man nur noch dann. So, und jetzt kommt er gleich in das Menü, wo man was drucken kann, was hier schon ja auf dem Stick ist. Ich mache das aber nicht, ich brauche das nicht, sondern ich werde gleich mal einen ersten echten Druck starten. So, ich habe jetzt den ersten Druck mal gestartet und die Frage ist natürlich, was ist das? Weil ich will normalerweise keine Verschwendung haben, dass man irgendwelche Testdrucke macht. Was ich jetzt hier ausdrucke, ist sowas hier. Das ist einfach nur so eine Scheibe. Und zwar ist es eine Unterlegscheibe für einen Poti. So kommt es rauf. Also kommt die Scheibe rauf und kann man oben das Poti dann ans Gehäuse anschrauben. Ich brauche die immer wieder mal, deswegen mache ich hier auch gleich 10 Stück. Jetzt hier in dem Fall in Blau, die Farbe spielt gar keine Rolle und ich bin da natürlich gespannt, wie es danach aussieht. Sollte natürlich genauso aussehen wie hier und auch passen. Und es dauert natürlich noch einen Moment. Bei diesen kleinen Unterlegscheiben kann man vielleicht noch nicht so viel sehen, was die Druckqualität betrifft. Deswegen habe ich mal ein anderes Teil hier ausgedruckt. Und zwar wurde es in dieser Weise gedruckt, dass hier die Unterlage ist. Also diese Seite hier ist natürlich absolut glatt, ganz klar. Aber auch die Z-Richtung ist hier äußerst glatt. Also man sieht und fühlt praktisch kaum diese Rillen oder diese ja, verschiedenen Schichten. Auch hier oben wurde exakt gut gedruckt. Also die Druckqualität ist wirklich hervorragend, kann man nur sagen. Neben der Druckqualität ist natürlich auch noch die Druckgenauigkeit von Bedeutung. Und da habe ich hier leider feststellen müssen, wenn man jetzt hier misst, diese Länge von dem Teil, die sollte eigentlich 84 sein. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 83,6 ungefähr. Und das ist natürlich nicht besonders schön, muss ich sagen. Man kann zwar jetzt im Slicer nochmal da was eingeben für den G-Code, dass man da die
Schritte pro Millimeter sozusagen etwas erhöht. Das werde ich auch machen. Aber bei einer Länge von 84 Millimetern hier in dem Fall sollte es auch 84, sag ich mal, plus minus ja, 2 Zehntel vielleicht sein, aber nicht 4 Zehntel. Das finde ich ein bisschen schade, dass es hier nicht so genau ist, das Teil. Ich bin jetzt sozusagen schon mittendrin in der Bewertung so ein bisschen und will da auch mal auf ein paar Dinge eingehen. Ich habe hier mir mal so eine Liste gemacht, positiv, neutral und negativ. Was ich nach wie vor schade finde, und ich werde mal die Kamera hier ein bisschen rüber stellen, ist die Tatsache, dass hier am Display, also das ist ja die Bedienung, ich keine Möglichkeit habe, hier meinen USB-Stick anzustecken. Ich muss also hier hinter den Drucker irgendwo greifen, dort hinten, da muss ich ihn auch einschalten. Hier vorne bediene ich ihn, denn ich finde es einfach schade und ich finde es einfach doof. Das hatte ich ja bei meinem Selbstbaudrucker auch, dass das hier nicht irgendwie mit integriert ist. Und deswegen habe ich dort ein weiteres Teil integriert, wo nachher hier oben die eine USB-Buchse rausguckt. Ich zeige mal hier das Teil. Das sieht also hier so aus. Und ich habe hier ein USB-Kabel und zwar 50 cm lang. Eine Verlängerung letztendlich und ich packe das hier von hinten ran. Ich werde es nachher mit Sekundenkleber ankleben. Und was ich jetzt machen werde, ich werde erstmal das Teil hier kurz nochmal abschrauben und dann zeige ich, wie ich das Teil hier an die Bedieneinheit anschraube. Ich habe jetzt hier mal diese Bedieneinheit abgeschraubt und was man machen muss, ist hier oben diese beiden Schrauben lösen. Dann nimmt man das Teil, setzt es hier ein. Ja, und schraubt es wieder an. Das ist eigentlich alles. Und ich mache das mal schnell. So ist es jetzt angeschraubt. Ja, sieht ganz nett aus. Und jetzt nehme ich hier die Buchsenseite, stecke die hier durch und ich werde jetzt hier einen Sekundenkleber ein bisschen drauf machen, damit es hält. Es ist sicherlich keine optimale oder die beste Lösung, wie auch immer, aber für mich ist ganz gut, dass ich jetzt eben von vorne hier den USB-Stick anstecken kann, so ist das Bedienen des Geräts einfacher. Ja, wie man sieht, habe ich jetzt das Bedienelement hier wieder angeschraubt und hier eben auf der rechten Seite hier ist dieses USB-Kabel, was hier nach vorne geführt wird. Das war für mich eigentlich negativ, muss ich sagen. Und was für mich auch so ein bisschen negativ ist, ist die Konstruktion mit dem Flachbandkabel für das LCD. Das wird ja hier unten irgendwo lang gezogen. Könnte man vielleicht auch ein bisschen besser machen. Also nach ein paar Überlegungen vielleicht kommt man vielleicht auf irgendwelche anderen Ideen. Was ich auch sehr negativ fand, war die sehr lange Lieferzeit von dem Drucker. Ich habe jetzt also, glaube ich, 4 Monate gewartet oder sogar noch länger. Ich weiß gar nicht mal genau, wann ich ihn bestellt habe. Ich glaube im März oder im Februar. Aber das ist bei Prusa, bei solchen neuen Sachen immer normal, muss man dazu sagen, denn die Nachfrage ist da enorm groß. Und was auch noch negativ ist, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist das Thema der Genauigkeit. Aber da kann man durchaus was machen. Für mich gibt es auch neutrale Punkte. Das ist dann der Preis. Manche sagen, ja, hier diese 400 Euro, das ist ja viel zu teuer. Ich finde den Preis angemessen. Man darf nicht vergessen, was man hier mitbekommt und dass es wirklich aus meiner Sicht ein wirklich hochwertiges Gerät ist. Man darf auch nicht vergessen, dass es Drucker eben auch für 3000 Euro gibt. Natürlich ist es so, dass die Chinesen so ein Ding hier für 150 oder 200 Euro verkaufen, aber ich wollte eben diesen Drucker hier haben. Was für mich auch neutral ist, für mich, ich mag sowas wie gesagt nicht, das hatte ich vorhin beim Zusammenbau auch schon gesagt, ist die Verbindung hier zwischen XZ-Einheit und dem Heizbett mit diesen drei Schrauben, die man da durchfädeln muss und dann hier in diese Schrauben reindrehen muss, die man erstmal so, sag ich mal, nicht sieht. Das finde ich ein bisschen doof, aber sicherlich kann man da das jetzt nicht so ändern. Aber gut. Neutrale Bewertung. Was auch neutral ist, es gibt noch kein WLAN-Modul. Es wurde beschrieben, ich habe es irgendwo gelesen, dass es in Planung ist. Das wäre sehr gut. Was auch in Planung ist, für mich auch neutral derzeit, ist das Webinterface. Also wenn der Prusa hier am Netz dran hängt,
kann ich ihn mit einer IP-Adresse aufrufen und bekomme im Prinzip das Interface, wie er gerade druckt. Man kann allerdings nicht von dort aus den Druck starten. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Daher auch da diese neutrale Bewertung. Es ist jetzt nicht besonders, also es fällt negativ nicht auf, weil es einfach noch in Entwicklung ist, denke ich mal. Positiv, muss ich sagen, ist die sehr gute Bauanleitung und das 3D-Druckhandbuch. Das ist wirklich sehr hilfreich. Also wenn man da irgendwie mal nochmal nachschlagen will, was das Drucken betrifft oder beim Bauen irgendwelche Schwierigkeiten hat, einfach mal in Ruhe durchlesen nochmal den Abschnitt. Man kommt da wirklich sehr gut zurecht. Das Gerät ist auch sehr einfach aufzubauen. Es ist eigentlich alles beschrieben und es ist wirklich sehr einfach. Es geht sehr, sehr schnell. Die Kalibrierung, also hier das Leveling, ist sehr einfach, natürlich hier durch den Sensor auch durchzuführen. Und was ich auch sehr gut finde, ist dieses externe Netzteil. Man ist also da ein bisschen flexibel. Man hat nicht das schwere Netzteil hier noch mit drin irgendwo. Der Drucker so an sich ist relativ leicht und das Netzteil, das kann man dann irgendwo beiseite legen. Das Anschlusskabel vom Netzteil zum Drucker ist auch ziemlich lang und es ist eben auch ein sehr robustes Netzteil. Ein weiterer positiver Punkt ist natürlich das sehr gute Druckergebnis. Ganz klar, der druckt wirklich sehr gut, muss man sagen. Er ist auch pflegeleicht. Man muss ab und zu mal hier nochmal mit Isopropanol vielleicht ein bisschen abwischen nach dem Drucken. Aber es ist wirklich super, auch hier mit der abnehmbaren Platte. Das ist einfach super gut und super einfach zu bedienen, das Gerät. Was ich auch noch zum Schluss positiv finde, ist hier dieser Filamenthalter. Da sind ja so eine Kugellager drin. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ich fand das erst ein bisschen komisch, aber letztendlich ist das auch sehr gut, weil die Rolle sich sehr leicht bewegt. Und ja, summa summarum würde ich mal sagen, der Drucker ist wirklich empfehlenswert. Und ich bin wirklich begeistert. Ich hatte auch noch keine Probleme hier mit dem Extruder, beziehungsweise ja, mit dem Filamentsensor und das Einziehen. Da hatten ja einige, glaube ich, bei der ersten Reihe, die sie rausgebracht haben, so ein paar Probleme. Ich habe da bis jetzt überhaupt keine Probleme gehabt. Das lief alles wunderbar. Und hoffe natürlich, dass meine weiteren Drucke, die ich damit machen werde, auch gut werden und auch von der Genauigkeit, da werde ich wie gesagt noch was machen im G-Code, dass die da auch vernünftig rauskommen. Eine Änderung wäre natürlich seitens Prusa vielleicht gar nicht schlecht, dass die hier wirklich versuchen, dieses USB-Teil nach vorne zu ziehen. Und was auch noch nicht schlecht wäre, ist, dass man die XY- und Z-Achsenkalibrierung, also die Schritte pro Millimeter, dass man die hier noch mal ein bisschen einstellen kann. Das wäre ganz gut. Dann kann man den so einstellen, wie es notwendig ist, dass er genau druckt. Und das hat man, glaube ich, beim großen Prusa hat man das. Hier hat man es nicht. Also die Menüs sind hier, sage ich mal, erweiterungsfähig. Ja, das war mal hier so eine Zusammenfassung zu den Erfahrungen, die ich jetzt hier mit dem Drucker bis jetzt gesammelt habe. Ich werde sehr viel damit drucken, das weiß ich jetzt schon. Und ich hoffe, dass das Video aufschlussreich war. Kommentare immer herzlich willkommen. Ich bedanke mich jetzt schon und weiterhin viel Spaß und tschüss.